Was ist eine betriebsbedingte Kündigung? Und ich betone es immer wieder, wenn Fragen mit diesem Hilfsverb ist daherkommen, sind es tückische Fragen, wobei diese Frage hier nicht so tückisch ist wie vielleicht andere. Kündigung ist nämlich schon der Trittstein, den wir brauchen, um zum Inhalt zu kommen. Ist also eine Kündigung, wir können das Wort aufnehmen und dann konzentrieren wir uns hier auf betriebsbedingt. Bedingt deutet hin auf einen Grund. Und Betrieb sagt uns, wo der Grund liegt. Ja? Betriebsbedingt bedeutet eine betriebsbegründete Kündigung. Also ist die betriebsbedingte Kündigung eine Kündigung, deren Grund, das ist das bedingt, in der Sphäre des Betriebes liegt. Das ist das Betrieb. Statt Sphäre können Sie auch Bereich sagen. Ja? Eine Kündigung, deren Grund in der Sphäre des Betriebes liegt. Ehe ich darauf genauer eingehe, ein kleiner Exkurs. Es gibt im Kündigungsschutzgesetz drei Gründe, die eine Kündigung sozial rechtfertigen. Strukturzahl 3, la Exkurs, also mein Exkurs bezieht sich auf das Kündigungsschutzgesetz. Kündigungsschutzgesetz. Dort gibt es drei Gründe. Und diese drei Gründe lauten einmal betriebsbedingt, gerade unser Thema, personenbedingt und verhaltensbedingt. Und wir können nun hier einen Trennstrich ziehen, denn die betriebsbedingte Kündigung bezieht sich, der Grund liegt hier im Betrieb. In der Sphäre des Betriebes. Beispiele kommen gleich. Und die beiden anderen Kündigungsgründe, Personen- und verhaltensbedingt, dort liegen die Gründe in der Sphäre des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin. Personenbedingt, wie er oder sie ist, IST, und verhaltensbedingt, was er oder sie tut. Wir sind im Moment in der Sphäre des Betriebes. Die betriebsbedingte Kündigung hat also mit dem Arbeitnehmer nichts zu tun. Also, was sind Beispiele? Der Prüfer fragt, sehr schön erklärt bisher, können Sie mal ein paar Beispiele geben? Natürlich können wir das. Beispiele ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Einmal eine Betriebsstilllegung. Oder eine Änderung des Betriebszwecks. Oder eine Schließung von einer oder mehrere Filialen. Das sind Beispiele ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Nur was verbindet diese Beispiele? Was ist der gemeinsame Grundgedanke? Es sind alles strukturelle Veränderungen. Und wir leben in einer Zeit, wo nicht innerhalb der Strukturen so ein bisschen was geändert wird, sondern wo sich wirklich Dinge von Grund auf verändern und auch verändern müssen. Also, es geht hier um strukturelle Veränderungen in der Sphäre des Betriebes. Und diese strukturellen Veränderungen können dazu führen, dass die Geschäftsleitung oder von mir aus das Management, wie immer Sie das nennen wollen, zu dem Ergebnis kommt, wir müssen Leute entlassen. Ich bin noch dabei, Beispiele zu geben. Nehmen wir mal an, wer dieses Unternehmen ist der rechtliche Oberbegriff. Ja, der rechtliche Oberbegriff. Und das Unternehmen hat drei Betriebe. Der Betrieb ist hier
definiert als der Ort der Leistungserstellung. So, also es gibt einen Betrieb 1, es gibt einen Betrieb 2, es gibt einen Betrieb 3, also drei Orte der Leistungserstellung. Und Betrieb 1 ist die Produktionslinie 1 und Betrieb 2 ist die Produktionslinie 2 und Betrieb 3 ist die Produktionslinie 3. Dort werden also unterschiedliche Produktlinien produziert. Produktlinie 1 erfordert andere Maschinen und andere Kenntnisse als Produktlinie 2 und das gleiche gilt dann für Produktlinie 3. Auch die unterscheidet sich auch von den beiden anderen. So, und jetzt kommt die Geschäftsführung zum Ergebnis, zum Beispiel, dass Produktionslinie 3 nicht mehr wirtschaftlich ist, in 3 Jahren sowieso veraltet, die Deckungsbeiträge gehen runter, das Ganze hat überhaupt keine Zukunft mehr. Das Unternehmen, die Geschäftsführung kommt zum Ergebnis, diese Produktionslinie 3 zuzumachen, dann ist das ein Grund, der in der Sphäre des Betriebes liegt. Und die Folge könnte sein, dass betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden. Aber, und jetzt kommt ein weiteres wichtiges Wort, nämlich die Weiterbeschäftigung. Weiterbeschäftigungsmöglichkeit muss geprüft werden. Das heißt, um nochmal das Bild aufzugreifen, wir haben hier Produktionslinie 1, wir haben hier Produktionslinie 2, wir haben hier Produktionslinie 3. Produktionslinie 3 soll geschlossen werden. Das Unternehmen muss jetzt prüfen, ob die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die hier in Produktionslinie 3 beschäftigt sind, in Produktionslinie 2 oder in Produktionslinie 1 weiter beschäftigt werden können. Ja, also diese Pfeile und das Fragezeichen steht für die Prüfung der Weiterbeschäftigung. Die Geschäftsführung muss das prüfen, das gilt natürlich hier für die anderen auch. Ne? Ja, jeweils muss hier geprüft werden, ob eine Weiterbeschäftigung in anderen Betrieben des gleichen Unternehmens möglich ist. So, das sind wesentliche Gedanken zur betriebsbedingten Kündigung. Jetzt könnte der Prüfer natürlich noch eine nächste Sache anschließend sagen, wunderbar, toll, super Beispiele auch. Was ist denn, wenn man jetzt abweichend hier von diesem Beispiel sagt, wir müssen 20% der Leute müssen wir entlassen, und zwar unabhängig von irgendwelchen Produktionslinien. Nach welchen Kriterien werden denn dann die Leute ausgewählt, die es trifft und die, die es nicht trifft? Und das ist das Zweite, was man neben dieser Weiterbeschäftigungsprüfung noch wissen sollte, nämlich die sogenannte soziale Auswahl oder soziale Auswahlkriterien. Ich nenne sie nur kurz mündlich, schreibe das also jetzt nicht mehr hin, weil das eigentlich schon wieder ein neues Video wäre. Soziale Auswahlkriterien sind Betriebszugehörigkeit, je länger dabei, desto sicherer ist der Arbeitsplatz. Alter, je älter du bist, desto sicherer. Unterhaltsverpflichtungen, also Kinder, aber auch Pflegekinder und so weiter. Und Schwerbehinderung. Das sind die 4 sozialen Auswahlkriterien. Und dann gibt es noch eine Ausnahme, das heißt also den Jungen, unverheirateten Mitarbeiter, der auch keine Schwerbehinderung hat, also den jungen, gesunden, unverheirateten Mitarbeiter, der auch keine Kinder hat, den trifft es ja dann am allerersten. Der steht ganz oben auf der Liste derer, die entlassen werden. Und da gibt es eine Ausnahmevorschrift, wenn nämlich dieser Mensch total super fähig ist, also durch seine Kenntnisse, Fähigkeiten und so weiter, hier eine Ausnahme bildet, dass es im Interesse des Unternehmens liegt, ihn weiter zu beschäftigen, dann gibt es hier im Gesetz eine Ausnahmeregelung, dass der also dann doch weiter beschäftigt werden kann, obwohl er bei allen anderen Kriterien sozusagen durchfällt. Aber das ist schon wieder Thema für ein weiteres Video. Alles Gute, Marius Ebert.
Hallo, Marius Ebert hier mit einem Hinweis in eigener Sache. Dieses Video gehört zu meiner Internetpräsenz, die besteht aus Tausenden von visuellen und akustischen Lernhilfen. Und diese Plattform, diese Präsenz möchte ich gerne erhalten und ausbauen. Ich möchte das nicht deaktivieren müssen. Ich bin aber in einem Konflikt. Und der Konflikt resultiert daraus, dass auch mein Tag nur 24 Stunden hat und auch ich meine Rechnungen bezahlen muss. Meine Internetpräsenz geht vom kurzen Definitionsvideo über die Beantwortung von Prüfungsfragen, das Vorrechnen von Aufgaben bis zum Webinar, in dem kompliziertere Sachverhalte erklärt sind. Und alle diese Lernhilfen stelle ich der Internetgemeinschaft kostenlos zur Verfügung bisher. Mein Konflikt resultiert daraus, dass das Ganze mittlerweile eine Dimension erreicht hat, die von mir eine Entscheidung verlangt. Und zwar bekomme ich sehr, sehr viele Anfragen aus dieser Richtung der kostenlosen Nutzer, aber auch sehr viele Anfragen von den Kunden meines Shops. Und die Kunden meines Shops sind die, die bezahlen. Die anderen Leistungen, ich sagte es schon, sind kostenlos. Ich möchte gerne beides erhalten. Ich möchte im Sinne von Unterstützung, von Bildung, Unterstützung, von Hilfe für Prüfungen. Es sind ja auch sehr, sehr viele konkrete Prüfungstipps von mir kostenlos erhältlich. Möchte ich das erhalten? Ich möchte es nicht deaktivieren müssen. Und aus diesem Grund, aus diesem Konflikt heraus, bitte ich Sie um eine Spende von mindestens 10 Euro. Überlegen Sie, ob diese Ressourcen Ihnen einen Nutzen bringen oder gebracht haben, der mindestens 10 Euro wert ist. Gerne mehr, aber mindestens 10 Euro. Das ist meine große Bitte, damit ich auch in diese Richtung weitermachen kann. Ich möchte auch das ausbauen. Ich möchte auch hier Anfragen und Anregungen, die kommen, beantworten, entsprechende Videos produzieren. Ich möchte diese Arbeit gerne fortsetzen. Nur damit das funktioniert, brauche ich Ihre Unterstützung. Meine Bitte also, noch einmal wiederholt, mindestens 10 Euro als Spende und leisten Sie doch, wenn Sie für sich entscheiden können, dass der Nutzen für Sie mindestens 10 Euro wert ist. Wenn Sie diese Frage für sich positiv beantworten können, dann leisten Sie doch bitte Ihre Spende über PayPal. Sie brauchen nichts weiter zu tun, als auf den Link unter diesem Video zu klicken und alles andere ergibt sich dann selbsterklärend. Das ist meine große Bitte. Unterstützen Sie diese Ressourcen, unterstützen Sie mit, dass Menschen dort Hilfe finden in diversen Situationen, oft Prüfungssituationen. Unterstützen Sie dieses Projekt. Bitte spenden Sie mindestens 10 Euro. Vielen Dank, Marius Ebert.